Mein Name ist Horst Becker. Ich bin Mitglied der Grünen Fraktion im Landtag NRW seit 2005 und bin dazu parlamentarischer Staatssekretär für die ländlichen Räume im Umweltministerium von Johannes Remmel. Und in dieser Doppelrolle pendel ich zwischen dem Ministerium und dem Landtag hin und her in Düsseldorf und darüber hinaus eben auch in meinem Wahlkreis. Ich habe mich immer politisch interessiert, komme eigentlich aus der Gewerkschaftsarbeit, der Jugendvertretung in einem Speditionsbetrieb, habe dann auch über die Anti-AKW-Bewegung mich zunächst in grünen Gruppen in anderen Städten engagiert und habe dann 1982 hier in Lohmar mit anderen zusammen den Ortsverband gegründet. Das war die Zeit der Wende zu Helmut Kohl hin, von Schmidt zu Helmut Kohl. Und es zeichnete sich ab, dass Anfang 83 eine Neuwahl des Bundestages stattfinden würde, um die wir uns mit kümmern wollten. Es gibt verschiedene Herzensthemen. Für mich ist insgesamt der Umweltschutz ein Thema, das sich verbindet mit Planung. Mit Planung von Siedlungsbereichen und aber auch Naturschutzbereichen. Es verbindet sich mit Verkehr und Mobilität im weitesten Sinne. Nicht motorisierte Nahmobilität war eines meiner Schwerpunktthemen im Verkehrsministerium, als ich von 2010 bis 2012 dort war, genauso wie Lärmschutz oder die Frage von Umschichtung von Mitteln weg vom Straßenbau hin zum Erhalt von Brücken und Straßen. Es ist aber auch jetzt beispielsweise ein ganz wichtiges Thema, dass der ländliche Raum bei der Breitbandversorgung nicht immer weiter hinterherhinkt, dass wir da es schaffen, schnellere Verbindungen hinzubringen, damit der ländliche Raum nicht wirtschaftlich abgehangen wird. Das und klassische Naturschutzthemen sind so Themen, für die ich mich besonders interessiere. Weil ich hier in Lohmar zu Hause bin, wo es besonders viel Fluglärm gibt, rund um den Flughafen Köln-Bonn, ist der Nachtflug ein großes Thema. Engagiere ich mich seit vielen Jahren gegen den Nachtflug am Flughafen Köln-Bonn, zusammen mit anderen wie Arndt Glocke, mit meiner Frau Claudia Via, die Vorsitzende der Fluglärmkommission ist, und den Initiativen. Das ist für uns hier ein sehr wichtiges Thema, dass wir es irgendwann hinkriegen, dass nachts mehr Ruhe herrscht, als das jetzt hier der Fall ist. Und wir können uns alle sicher sein, ob uns das passt oder nicht. Wenn wir was verändern wollen, müssen wir uns hier noch öfter wieder treffen. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir so viele sind, wie wir heute sind, oder mehr als heute, denn nur dann werden wir gehört. Ich fahre sehr gerne Rad und habe das auch viele Jahre sehr aktiv betrieben. Im letzten Jahr bin ich wenig dazu gekommen und ich bin insgesamt in den letzten Jahren als Staatssekretär viel weniger als früher dazu gekommen. Habe sehr viele Radtouren interessanterweise geschenkt bekommen, die ich hoffe, irgendwann mal auch alle in Ruhe abfahren zu können. Wir stehen hier auf einer Brücke über die Agger, die wir durchgesetzt haben, auch als Radwegeverbindung und als Verbindung für die Naturschule, die hier hinten hinter den Bäumen sich befindet. Ein außerschulischer Lernstandort, der jedes Jahr mehrere tausend Jugendliche und Kinder als Besucher hat. Und diese Brücke haben wir im Wege der sogenannten Regionalen 2010 mitfinanziert bekommen vom Land. Und das ist eine ganz besondere Brücke, nicht nur vom Aussehen her als Pylonenbrücke, sondern es ist auch eine Holz-Beton-Verbundkonstruktion. Und es zeigt so ein Stück weit meine nach wie vor große Verbundenheit zu meiner Stadt Lohmar, wo ich wohne und wo ich auch mich noch im Rat engagiere, weil das sind so Dinge, an denen ich gerne auch in der Freizeit immer noch arbeite. Radwegeverbindungen, Landschaftsgestaltung, Naturschutz in der Landschaft, das ist das, was mich umtreibt.